Moin und herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 14 mit dem MTV Gießen. Und heute sind wir beim zweiten Bundesligaspieltag angekommen in der Saison 2024-25. Heute spielen wir gegen RB Leipzig. Die sind, wir schauen mal in die Stärketabelle, auf Platz 10. Das heißt, die sind in der zweiten Tabellenhälfte. Das heißt, wir würden heute Textmodus nehmen, so wie der Plan ist. Und in der Bundesliga-Tabelle stehen sie nach einem Sieg auswärts auf Platz 8. Aber gut, das sagt ja noch nicht wirklich was aus. Es gab übrigens keinen Unentschieden am ersten Spieltag. Das finde ich auch interessant. Naja, gut. So viel dazu. Im Prinzip ist alles vorbereitet. Eine Sache noch, und zwar in der Zwischenzeit ist das Bürogebäude auf der nächsten Stufe fertig geworden. Dadurch haben wir 2 neue Plätze für Mitarbeiter frei bekommen. Und ja, ich kann noch nichts zeigen, weil sie noch nicht da sind, aber ich habe mir jeweils einen Sportdirektor und einen Geschäftsführer rausgesucht. Und die dürften dann demnächst eintrudeln. Genau, und ich habe dann gleich das Bürogebäude weiter aufgebaut, weil ich dann ganz gerne die Mitarbeiter voll hätte, sozusagen. Ne? Also nicht, dass sie sich betrinken sollen, aber dass sie zumindest die Stellen besetzt werden, das wäre ganz schön. Okay. Gut, soviel dazu und dann würde ich sagen, auf geht's ins Spiel gegen Leipzig. So, wir müssen einiges gut machen. Wir haben ja jetzt beim ersten Spieltag schon Punkte liegen gelassen. Wir gehen in den Textmodus. Wir sind einiges stärker. Eigentlich sollte das doch was werden. So, keiner kann euch aufhalten. Die können nichts. Ich nehme ganz gerne so krasse... Ich merke irgendwie nie so wirklich negative Konsequenzen. Also die nehme ich nicht so wirklich wahr. Deswegen nehme ich ganz gerne die krassen Ansagen. Deswegen würde ich sowas sagen wie, die können nichts oder keiner kann euch aufhalten. Komm, wenn ihr da wirklich wollt, kann euch keiner aufhalten. Okay, und eine Sache, die ich noch machen muss. Da wurde ich von Kakaoshaker hingewiesen. Vielen Dank dafür. Ich kann ja die Elfmeter ausschalten, dass man die nicht selbst schießen muss. Und finde ich gut, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass das so toll ist. Also einerseits kriege ich das nicht vernünftig hin, glaube ich. Ich glaube, das bin ich zu blöd für oder so. Oder das ist halt doof gemacht mit den Elfmetern, aber ich mag es auf jeden Fall nicht. Und deswegen, ich meine, ich bin ja auch nicht der Elfmeterschütze. Ich bin ja der Trainer, der an der Seitenlinie steht. Mal gut, als Spielertrainer spiele ich eigentlich theoretisch auch selbst mit, aber wir stehen an der Seitenlinie. So, deswegen, wir sind ja nicht Stefan Peto, der bei uns die Elfmeter schießt. Gut, der ist heute sowieso nicht da. Egal. Auf jeden Fall keine Elfmeter selbst schießen. Das finde ich nicht so toll. Gut, dann würde ich sagen, okay, und auf geht's. So, huch. Ach, Konferenz, Einzelspiel. Ah ja. Ach, hier gibt's dann auch andere Sachen, die man bekommt. Ah ja, gut. Bleiben wir erstmal in unserem Spiel. Die Schiedsrichter Thomas Malek wird die Partie verspätet anpfeifen, da noch nicht alle Zuschauer da sind. So, Anpfiff erste Halbzeit. Von der ersten Minute ist hier ordentlich bis im Spiel. Das heißt, wenn wir zur Konferenz rübergehen, in der dritten Minute wir auch. Das wirkt so, als wären trotzdem irgendwie alle gleich weit oder so. Naja gut, wir sind bei der 7., 8., 9. Minute, 10. Minute. Eine hitzige Anfangsphase. Garmsten wird an der Seitenlinie hart angegangen. Simon kommt im Strafraum zu Fall. Beide Male reagiert Referee Thomas Malek nicht. So, Corneliusen hindert Lingard erfolgreich am Flanken und klärt zur Ecke. Chance für Leipzig. Oh, Pfosten, krass. Das geht ja gleich los. Karim Raho. Ecke von links, Vukomanovic, den kennen wir auch noch. Die Ecke wird zunächst herausgeköpft, kommt aber direkt wieder in den Strafraum zu Raho. Der dreht sich und trifft aus spitzem Winkel nur den Außenpfosten. Das war knapp. Und die nächste Chance. Vukomanovic von Ecke. Der Ball kommt für einen Tick zu hoch für Weihrauch und der kann ihn beim Kopfball nicht mehr entscheidend drücken. Das Leder geht knapp übers Tor. Weiter 0:0. Gelbe Karte für Lingard. So, gelbe Karte Jesse Lingard. Lingard hatte das Bein etwas zu hoch genommen und erwischt Schüring. Diese gelbe Karte geht in Ordnung. Okay. So, da haben wir jetzt eine Chance. Auf geht's. Hildebrand, Ecke. Ecke von Hildebrand. Dico Fosse klärt zunächst, dann gewinnt Vukomanovic einen Zweikampf gegen Schüring und befördert den Ball vor den Strafraum. Doch der Ball kommt vor die Füße von Mettel, der ihn annimmt und dann entschlossen abzieht. Simon steht in der Schussbahn und fälscht den Ball mit der Hacke ab.
Kuhn Castells ist chancenlos, aber der Ball kullert um Zentimeter am Tor vorbei. So, wir haben die nächste Chance. Auf geht's. Das ist eine gute Chance. Simon legt vor dem Strafraum von RB Leipzig per Kopf auf Hildebrand ab, der nicht lange fackelt und voller Volley draufzimmert, aber der Ball geht deutlich am Kasten von Castells vorbei. Schade. So, Simon hat einen Stollen verloren und muss seinen Schuh wechseln. Ach, interessant. Was da nicht alles passiert. So, nächste Chance für Gießen. Auf geht's. So, Bismarck schaltet sich ins Angriffsspiel ein. Doppelpass mit Hildebrand und der Verteidiger zieht aus 13 Meter an. Castells ist aber auf dem Posten. Und weiter passiert nichts. Doch, hier noch eine Chance. Auf geht's. Jetzt aber. Macht hinne. So, Post erhält das Leder in aussichtsreicher Position. Doch das Schiedsrichtergespann entscheidet auf Abseits. Eine Fehlentscheidung, aber bisher die einzige. Videobeweis, komm. Oh, Riesenchance in Leipzig. Der MTV Gießen kontert bei 5 gegen 4 Überzahl über Hildebrand. Post hat nur noch Castells vor sich. Heber über das Tor. Ach Leute, Post vergibt eine sehr gute Konterchance und schießt den Ball alleine vor Castells am Tor vorbei. So, und jetzt hat Leipzig noch eine Chance. Ein gefällig vorgetragener Angriff von RB Leipzig. Dann aber Vera mit einem unkonzentrierten Abschluss, der nur zu einem Abstoß führt. Das Spiel ist wirklich zu Ende. Abpfiff erste Halbzeit. Okay, das lief noch nicht so überragend. So, ich würde sagen, wir wechseln wieder alle durch. Das mache ich ja in der Bundesliga ganz gerne. Nach Noten. Das mache ich ja ganz gerne. So. Und einen haben wir noch. So. Ich meine, im Frische müssen wir uns nicht wirklich Gedanken machen. Stärke vielleicht eher, aber wir von Anfang an sind wir mit Frische reingegangen. So, jetzt müssen wir gewinnen, das kann doch nicht wahr sein. So, auf geht's. Schon versuchen, ein bisschen Moral noch hochzuziehen. Na gut, auch bei denen, die nicht auf dem Platz sind, das hilft vielleicht für die Zukunft. Okay, euphorisch haben wir jetzt keinen mehr gekriegt. Und jetzt massieren wir noch die müdesten Leute. Ich würde sagen, wir nehmen die Leute, die auf dem Platz stehen. Das ist vielleicht das Klügste. So, wir sind jetzt frisch und weiter geht's in die zweite Halbzeit. So, Wechsel. Wir bringen Marz für Corneliusen rein. Und dann haben wir noch zwei weitere Wechsel. Hier, McGee kommt rein für Bismarck. Und dann noch der letzte Wechsel. Furtmeier kommt rein für Hildebrand. Gut. Ich weiß nicht, wir haben jetzt vielleicht nicht unbedingt durch Qualität dazu gewonnen, aber eigentlich müssten wir die nicht nötig haben. Eigentlich muss es so gehen. Oh, Glanzparade, krass. Huiuiui, von unserem Benny Weber. Ecke von links, Vukomanovic. Vera springt in einen Kopfballaufsetzer von Weihrauch hinein und hebt diesen aus kurzer Distanz gefühlvoll über Weber hinweg. Doch der macht sich plötzlich ganz lang und erreicht den Ball noch. Oh, und schon die nächste Chance für Leipzig. Nach einer schönen Kombination von Vera, Raho und Lingard kommt letzterer im Strafraum zum Flanken. Giata hat aber aufgepasst und klärt zur Ecke. Und die nächste Chance für Leipzig. Was ist denn da los? Ecke von rechts, Vukomanovic. Die Ecke ist ein Tick zu kurz und kein Problem für Kananoulis, der den Ball unter Kontrolle bekommen und klären kann. So, jetzt aber. MTV, auf geht's. Furtmeier hebelt die Abwehr von RB Leipzig durch einen Lupfer aus, aber Post steht etwa einen Meter im Abseits und wird zurückgepfiffen. Nächste Chance für Gießen. So, Mettel schlägt eine Ecke auf Höhe des Elfmeterpunkts, wo Torhüter Castells nicht entschieden genug herauskommt und Glück hat, dass Furtmeiers Kopfball knapp am Pfosten vorbeirauscht. Was ist denn das für eine Abstoßqualität? Oh, hier, Riesenchance in Leipzig. Der MTV Gießen kontert bei 5 gegen 4 Überzahl über Simon. Post ist durch und hat nur noch Castells vor sich. Zieht ab. Tor. Jawohl. Endlich. Sehr schön. Das ist das 1:0. Wir haben es geschafft. So, der Post, der nachgerückt ist. Post vollendet einen blitzsauberen Konter mit einem schönen Tor. Okay, dann haben wir das erstmal. Gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Hoffentlich bleibt das mindestens so. Nächste Chance für Gießen.
Glück für RB Leipzig. Nach einem Einwurf ist Schüring rechts durch und flankt nach innen. Vukomanovic fälscht die Hereingabe leicht zu Mettel ab, der von hinten heranfliegt und das Tor um einige Meter verfehlt. Weiter 0:1. Verwirrung im Strafraum. Keiner schlägt den Ball entscheidend weg. Schließlich schnappt sich Post die Kugel und zieht aus kurzer Distanz ab, aber Castells ist zur Stelle. So, ein Schuss von Mettel aus 28 Metern rutscht ihm über den Schlappen und er kullert ins Aus. Nee. So, das Stadion ist ausverkauft. Vielen Dank. Was? Krass. Leipzig ist ausverkauft. Lapsus von Raho, der Simon ins Spiel bringt. Der fleißige Stürmer schießt aus 16 Metern aber knapp vorbei. Auswechslung bei Leipzig. Es kommt Tim Kosterer für Jesse Lingard. Und nächste Chance für Gießen. So, schöne Kombination des MTV. Post legt den Ball schließlich wunderbar auf Mettel ab, der aus 18 Metern frei zum Schuss kommt. Der Abschluss erfolgt aber etwas zu überhastet und der Ball geht 2-3 Meter am rechten Pfosten vorbei. Eine vermeintliche Abseitsstellung von Mettel wird zurückgepfiffen, aber es war wohl gleiche Höhe. Raho bleibt Zweikampfsieger gegen Mettel, der in dieser Szene nicht an ihm vorbeikommt und den Ball verliert. Auch doof. Okay, aber wir führen 1-0. Hoffentlich, wie gesagt, bleibt es mindestens so. Schüring mit einer guten Abwehraktion. Schön fängt er den Ball da ab und spielt ihn weiter nach vorn. So, Vincent Stevens kommt rein für Florian Ballas. Und die nächste Chance für Gießen. Ecke von links von Mettel. Mettel schlägt den Ball hoch auf den Elfmeterpunkt. Gerade so, dass Castells nicht weiß, ob er herauskommen soll. Kananoulis kommt so zum Kopfball, verfehlt aber das Tor um wenige Zentimeter. Weiter 0:1. So, die Uhr trägt momentan die Farben des MTV. Das ist auch schön. So, noch 10 Minuten. Da kann noch alles passieren. So, Auswechslung. Jonas Ahrweiler kommt rein für Patrick Weihrauch. So, und nachdem Karim Raho sich anscheinend verletzt hat, zeigt sich Marz als fairer Sportsmann und spielt den Ball ins Aus, um eine Behandlung zu ermöglichen. Bei Raho scheint es zum Glück nicht allzu schlimm zu sein. Ja, schön Fair Play, das finde ich gut. So, Piers pünktlich Schluss. Ja gut, 1:0. Erfolg ist wie ein scheues Reh. Der Wind muss stimmen, die Witterung, die Sterne und der Mond. Heute hat ein Tor genügt. Ja, also, ne, im Endeffekt sind es 3 Punkte. Und das ist das, was zählt. Gut, die Tordifferenz ist auch nicht unwichtig. Die ist momentan bei uns noch negativ. Aber ja, 1:0 erstmal. So muss es weitergehen, mindestens. Die ewige Tabelle der Bundesliga. Nach den letzten Ergebnissen ergibt sich ein neuer Stand. Anscheinend ist der VfB wieder am HSV vorbeigezogen. Er steht ja auch hier oben. Okay. Schauen wir mal, wann wir da auftauchen. Das kann noch einen Moment dauern. So, und bester Spieler ist Schüring, den wir hier eigentlich in die zweite Mannschaft abgeschoben haben. Naja gut, so läuft das eben. Am Ende macht er jetzt nochmal den Sprung seines Lebens hier und ist dann doch wieder der Beste oder so. Keine Ahnung. Okay, wir sind im Mittelfeld. Das darf natürlich nicht unser Anspruch sein. Aber gut, wir haben jetzt ein Spiel verloren, ein Spiel gewonnen. Aber das sagt ja halt auch noch nichts aus. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Das erste Spiel ist einfach ungünstig gelaufen. Und da haben wir 2 Spieler in der Mannschaft des Tages, und zwar Nico Hildebrand und Martin Schüring. Herzlichen Glückwunsch. So, noch irgendwas? Wir sind die beste Mannschaft des Tages? Okay, interessant. Naja gut, gehen wir mal weiter. Gut, wir hätten auch das Fairplay angucken können. Ich weiß nicht, wie spannend das ist. Aber gut. Und dann dürfte es ja eigentlich nicht mehr lange dauern, bis die Mitarbeiter da sind, die wir jetzt gefragt haben. Talent Piero Casa drängt sich auf. Ihr Talent Piero Casa hat in der letzten Trainingswoche voll überzeugt. So langsam stellt er eine echte Alternative zu den etablierten Spielern dar. Ja, immer noch 70. Wir warten noch mal einen Moment. Also der hat noch einen Moment. Aber auch wenn der Moment vielleicht nicht mehr so lang ist. So, 2:0 gegen Spielberg, das ist doch schön. Unser DFB-Pokalgegner. Okay, und achso, jetzt weiß ich noch, ich wollte eine Sache noch nachschauen, und zwar hier noch ein Tag. Okay, direkt am nächsten Tag geht's weiter, was das betrifft. Dann schauen wir noch mal kurz in die Jugendmannschaft rein. Jeden Tag einmal einen Blick reinwerfen. Okay, weiter geht's.
Für den Fall, dass wir Leute rauswerfen müssen oder sowas, ne? Die zu wenig Talent haben. Gut. Hier rechts habt ihr ja auch immer ein paar Statistiken im Blick, wenn wir die Tage durchblättern, ne? Bundesliga-Tabelle, gut, die kennt man eigentlich, die sehen wir ja schon regelmäßig, aber noch ein paar andere Tabellen. So, zum Beispiel auch die zweite Mannschaft und die A-Jugend kann man da auch mitverfolgen. Und hier ein paar Transfers und die Mitarbeiter sind da, sehr schön. Und zwar können wir sie sich gleich genauer anschauen, wenn der Autosave vorbei ist. Was halt immer ein bisschen dauert. Ich glaube, das könnten halt real existierende Leute sein, oder? Schauen wir mal. Sie haben sich bislang nicht bitte. Doch, hab ich. Was erzählst du? Nein, halt die Klappe. So. Und zwar Nathan Donaldson ist unser neuer Geschäftsführer. Der war schon von 2013 bis 2016 Geschäftsführer beim FC Everton. Und darf jetzt ein bisschen mehr arbeiten als vorher, wenn es nach mir geht. Und dann haben wir noch, das dürfte ein Baske sein. Ich weiß, bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht. Chiki Begiristein oder so, ich weiß es nicht. Wo hat der denn schon gearbeitet? Oder hat er überhaupt schon irgendwo gearbeitet? Hier, von 13 bis 15 bei Manchester City. Gut, ich weiß nicht, ob man die Leute kennt. Ich kenne sie jetzt jedenfalls nicht. Sorry, falls das peinlich ist oder so, dass man die nicht kennt. So, und jetzt haben wir hier einen Premium-Sponsor. Hui. Das können wir auch noch machen hier. Und neue Bandenplätze. 9 Banden für 8 Plätze. Naja, gut. Dann haben wir die wenigstens voll. Dann machen wir mal hier Laufzeit senken, Summe erhöhen. Anzahl senken ist nicht nötig. Würde ich behaupten. Oh. Das ging schnell. Ich finde es immer ein bisschen doof, wie das gemacht ist. Naja, gut. Jetzt ist es so. Dann gehen wir in die Sponsorenpyramide und sind hier einfach mal ein bisschen vorsichtiger. Da passiert gar nichts. So, na toll. Haben nicht nachgegeben, schade. Aber gut, jetzt haben wir 1 Million noch dabei. Und die 8 Plätze kriegen wir auch noch irgendwann voll. Das ist jetzt nicht das Problem. Ich glaube, da wird sich bald was finden. So. Okay, wir haben ja jetzt, wenn wir die Mitarbeiter schauen. Einen Moment. Haben wir ja jetzt hier unseren Geschäftsführer Nathan Donaldson. Der hat nämlich eine Sponsoringfähigkeit von 97. Und ich denke mal, damit lockt man dann, glaube ich, ganz gut Sponsoren an, ne? Hoffe ich zumindest. Sehr schön. Jetzt haben wir 1 Million für ihn ausgegeben. Jetzt soll er bitte auch ein bisschen was einbringen. Oh, wir können sie natürlich auch auf Lehrgänge schicken. Das hätte ich fast vergessen. Das geht natürlich auch. Okay. Gut, dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Haben wir schon alles erledigt, oder? Haben die Jugendmannschaften irgendwie gespielt oder so? Achso, eine wichtige Sache ist immer hier die Mannschaftsaufstellung löschen oder sowas. Ach ja, das Spiel vereinbaren, hätte ich auch fast vergessen. Können wir jetzt nicht die Jugendmannschaft auswählen? Moment mal. Das wäre schade. Naja, ist wohl leider so. Dann nehmen wir mal. Ist das nicht der Ex-Verein von Vukusic? Haibach? Kam der nicht daher? Ja, genau, das ist ein Ex-Verein. Komm, dann können wir die. Es hat zwar mit Vukusic nichts zu tun, aber können wir einfach mal gegen den Ex-Verein von Vukusic spielen lassen. Spielen die denn gerade in gar keiner Liga? Na gut. So, Stadion am Hohen Kreuz. Auf geht's. So. Genau. Finde ich interessant, dass ich das noch wusste. Naja, gut. Dass er daherkommt und so. Die Mannschaft ist nicht aufgestellt. Ich glaube, ich muss die auch gar nicht löschen, die Aufstellung, ne? Weil dadurch, dass Holzapfel und Hammerl nicht auf dem Platz stehen, obwohl noch Plätze auf der Bank sind, wird er sich wahrscheinlich trotzdem beschweren. Egal. Ich lasse einfach mal so. Und dann gehen wir weiter. Schauen wir mal, ob sonst noch irgendwas eintrudelt. Vielleicht kommen jetzt die ganzen Stürmer auf einmal an. Oh, ein Angebot für Theo Benner wurde abgelehnt. Der FC Bayern München hat wegen ihm angefragt. Huiuiui. Der Spieler hat damit keine Probleme. Okay. So, Peitinger ist wieder fit, Peto ist wieder fit. Das ist schön. Das ist gut.
Und Stefan Ruhl, also aka Slide Curry, ist auch bald wieder da. Und zwar hier für das Spiel gegen Gladbach können wir dann wahrscheinlich wieder auf ihn zählen. Das freut mich. Das ist gut. Hat irgendeine Jugendmannschaft gespielt, da gucke ich jeden Tag mal kurz rein. Ist ja nicht viel. Genau, jetzt gibt es nämlich Leute zum Rausschmeißen. So. Weg mit euch. So, und dann noch in der B-Jugend. So, dass immer hier unten vier Plätze frei sind. Das ist immer so, daran orientiere ich mich immer. Ich glaube aber, den Wert, also man muss nicht unbedingt, auch wenn man diese Rausschmeißtaktik wählen will, muss man nicht unbedingt genau 15 oder wie viele wir haben. Guck mal hier, San Marino. Aber selbst so schlecht wie San Marino Calcio. Also macht nichts. Ja. Da muss man nicht unbedingt auf 15 oder so reduzieren, ne? Denk mal, da kann man sich selbst eine Zahl überlegen, wie es einem am besten gefällt. Ich habe mich halt auf die 15 festgelegt und so ziehe ich das jetzt durch. So, dann werden immer so im Schnitt 3 Leute nachgeneriert und das finde ich ganz in Ordnung. Okay, dann würde ich sagen, sind wir im Prinzip schon durch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder zum dritten Bundesligaspieltag gegen Borussia Mönchengladbach. Das heißt, ich bedanke mich bei euch. Ach, so eine wichtige Sache, die hätte ich fast vergessen. Wer aufs Bargeld geguckt hat, dem wird was aufgefallen sein. Das sollte ich vielleicht noch ansprechen. Ich habe mir nämlich mal erlaubt, ein bisschen Geld abzuziehen und das hier in den dynamischen Aktienfonds reinzupacken. Der Grund dafür ist nämlich der, dass die in der Tendenz immer weiter ansteigen. Deswegen habe ich mir gedacht, ist es vielleicht eine gute Idee, dass so als eine Art Festgeldanlage sowas ähnliches. Nur halt nicht direkt als Festgeld, sondern halt was ähnliches. So halt, das zu machen. Ich hoffe, das funktioniert, weil ich glaube, die dynamischen Anlagen, die steigen eigentlich immer in der Tendenz. Deswegen habe ich gedacht, wenn wir das Geld nicht direkt brauchen, können wir das hier reinpacken. Und wenn wir mal was brauchen, können wir es uns ja sofort zurückholen. Da sind wir ja nicht, ne, das müssen wir ja nicht liegen lassen. Ich meine, wir machen Verlust, wenn wir es direkt zurückholen, aber ja. Im Großen und Ganzen wird es hoffentlich mehr mit der Zeit. Das wäre ganz schön. Das war so der Gedanke. Gut, aber das war es jetzt wirklich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal gegen Gladbach.